Ja, die haben ein sehr breit gefächertes Familiensystem, denn sie haben ja dieses Huxaro-Tausch-System. Das heißt, sie besuchen ja auch Menschen außerhalb ihres Stammes, für die sie Geschenke herstellen. Und irgendwie gehören die auch zur Familie Ach dazu, so. denn die werden ja quasi auch von Generation zu Generation weitervererbt. Ja, also das ist so lustig. Die Kinder sind dann wieder füreinander zuständig und die Enkel wieder füreinander zuständig. Also dieses System des Zueinandergehörens hat auch etwas zu tun mit nicht biologischer Verwandtschaft, sage ich mal. Und auch dieses Zueinandersein oder Miteinandersein, weil sie sind ja sehr viel am Dösen, am Tratschen, Ja. am Musizieren. Bei dem wir wissen, sie arbeiten ja 4 Stunden am Tag in etwa und die andere Zeit verbringen sie aber wirklich miteinander. Ja? Also es ist nicht jemand, der irgendwo im Eck sitzt und Däumchen dreht, sondern sie sind miteinander und somit Familie, Freundschaft, das geht, glaube ich, ineinander über. Ja,